Hallo zusammen, in dem Tutorial werde ich diese Mauerwerkskonstellation erklären, die das Projekt Nummer 7 kennzeichnet. In der alten Bezeichnung ist es die Nummer 1 gewesen. Ich habe dazu eine Cinema-Datei aufgebaut, die ich kurz erläutern möchte. Und wie gehabt, dann im zweiten Schritt mit Ihnen zusammen Schritt für Schritt aufbauen werde. Zunächst aber mal schauen wir uns diese Datei an. Ich klappe mal alles auf. Und wir sehen, dass durch die Farben unterstützt zwei Kloner für jeweils eine Horizontalschicht verantwortlich sind und zwei weitere Kloner dann die versetzt, also die im Raster versetzte Schicht realisieren. Das ist die Grundidee dahinter, dass ich mir das einfach gemacht habe, dadurch, dass ich einfach vier Kloner verwendet habe. Der erste realisiert eine Läuferschicht in einem bestimmten Raster, der zweite realisiert eine Binderschicht und der nächste durch die Farben illustriert eben wieder Läufer- und Binderschicht in dem, wie schon gesagt, versetzten Raster. Dann gibt es in dieser Datei einen Shader-Effektor, der für das Ein- und Ausblenden zuständig ist und einen Shader-Effektor, der für den Versatz zuständig ist. Das Besondere daran ist, wenn wir den mal aufrufen, dass alle Ziegelsteine, die hier versetzt sind, um exakt denselben Wert versetzt sind. Da steckt eine kleine Besonderheit dahinter, die wollen wir uns dann im Step-by-Step-Modus anschauen. Um jetzt diese Datei aufzubauen, ist es erstmal notwendig, den Bestand zu analysieren. Das bedeutet, dass wir zu dem Projekt natürlich Recherchen machen, dabei herausfinden, um welchen Verbandstyp es sich handelt, also die Art, wie diese Steine, ich sag mal, organisiert sind und die Rasterwerte herausfinden. Dazu findet man natürlich Informationen im Netz, aber man kommt nicht umhin, noch etwas zu rechnen, denn was man leicht findet, ist der Wert, dass auf einen Meter mit diesem verwendeten Dünnformatstein, also 16 Schichten, kommen. Aber was man für die Rasterwerte so nicht findet, ist exakt das Rastermaß, um wie viel Zentimeter jetzt die Schichten versetzt sind. Klar, das sind 12,5, das ist noch relativ simpel, aber jetzt die Frage, wie hoch ist wirklich eine Mörtelschicht in der horizontalen? Ja, da habe ich hier diese Rechnung angestellt und kriege dadurch eben raus, dass es 1,05 cm sind, also dieser berühmte 1 cm Mörtelfuge, aber eben, wenn man es exakt machen will, weil sich ja natürlich in einem großen System diese 0,5 entsprechend potenzieren würden als Maßintoleranz. Das ist hier eben nochmal exakt ausgerechnet. Gut, diese Rasterwerte sind wie gesagt für uns von Bedeutung. Wir behalten die im Hinterkopf und fangen an mit einer neuen Datei und einem Ziegelstein, den wir aus einem Würfel erzeugen. Die Werte waren 24, 5,2 und 11,5. Hier haben wir also unseren ersten Stein.
Diesen Stein duplizieren wir jetzt und versetzen ihn um 12,5. Ja, die 11,5 für das Steinmaß und den 1 cm Mörtelfuge. Dann werden wir diese beiden Steine gruppieren. Ich aktiviere sie, mache eine Gruppe draus und die jetzt neu entstandene Gruppe auf den Nullpunkt setzen. So, das erleichtert uns die Verwendung innerhalb von Klonern. Als nächstes duplizieren wir uns diese Gruppe und werden einen dieser beiden Steine entsorgen und den anderen innerhalb, er liegt ja noch innerhalb der Gruppe, jetzt als Binder an die richtige Stelle schieben. Das heißt, wir haben hier ein 0 einzutragen für den Z-Wert und für den X-Wert eine 18,75. Das war das Maß, das wir vorhin ausgerechnet haben. So. Damit haben wir also jetzt eine Gruppe, in der liegen zwei Steine drin als Läufer und eine Gruppe, da liegt ein Stein drin als Binder. Das Besondere hieran ist, Sie sehen, wenn ich hier zwischen hin und her wechsle, der Nullpunkt der Gruppe ist natürlich jeweils im Dokument Nullpunkt, aber der Nullpunkt des in der Gruppe einsortierten Steines ist versetzt in die Position, in der wir ihn brauchen. Was ist der Hintergrund davon? Wir können in der Verwendung mit Klonern, wissen wir, dass die Nullpunkte der Einzelobjekte immer auf den Nullpunkt des Kloners gesaugt werden. Und wenn ich dieses Objekt also verpacke, dann kann ich die Position des Objektes im Prinzip durch diesen Versatz von dem zu klonenden Objekt und dem quasi Container, in dem das eingepackt ist, kann ich diesen Versatz definieren. Ich könnte natürlich auch dem Kloner sagen, versetze die Klone um das und das Maß, aber in dem Fall möchte ich das Ihnen mal so aufzeigen, dass es möglich ist, mittels eines solchen Containers Objekte auch versetzt zum Nullpunkt zu klonen. Okay, holen wir uns mal einen solchen Kloner und legen eines der Nullobjekte mit den Steinen dort hinein. Jetzt sehen wir, dass die Standardwerte 3 Klone im Abstand von 50 cm angewendet werden. Bevor wir jetzt hier Maße eintragen, müssen wir natürlich überlegen, mit welchem Klonmodus wir arbeiten wollen. Und da wird man feststellen, dass man mit dem Linear-Modus ja nur quasi einen Steinturm bauen könnte, eine Stütze, wir aber ja eine Wand wollen. Also müssen wir das auf den Gittermodus umstellen. Hier werden 3-3-3 Klone erzeugt, die im Abstand von 2 Metern im Raum platziert werden. Hier können wir sehr schnell die Anzahl in einer Achse auf 1 setzen und jetzt uns die Frage stellen, wie viele Klone auf diese 2 Meter passen. Das möchte ich so nicht ausrechnen, sondern was ich tun kann, ist in der Version 18 zwischen Endpunkt, das heißt, hier wird ermittelt, von wo bis wo die 2 Meter
sind und wie viele Klone da dazwischen passen. Da fällt es natürlich relativ schwer, das muss man ausrechnen. Leichter fällt es uns, wenn wir uns dieses errechnete Achsmaß von 37,5 hernehmen könnten. Und das können wir tatsächlich, indem wir umstellen auf pro Schritt. Dieser Effekt oder dieser Modus gibt es erst seit der Version 18, die Sie ja aber alle haben. Ich werde dann auch noch mal darauf eingehen, wie man das in der Version 17 und abwärts realisieren kann. Okay, stellen wir uns hier mal die 37,5 als Rasterwert ein und in der Höhe sind es die 12,5. Und jetzt können wir hier natürlich sagen, okay, wir machen hier mal 8 Schichten übereinander. Warum 8? Denn ein zweiter Kloner, wie vorhin aufgezeigt, mit weiteren 8 Schichten ergibt, oder in dem Fall müssten es, ja, weiteren 8 Schichten ergibt die 16 Schichten, die dann 1 Meter ergeben. Das können wir dann mal überprüfen, ob wir hier überhaupt richtig arbeiten. Jetzt, wende ich dieses System, was ich hier erstellt habe, erstmal auf die andere Schicht an, die ja hier noch als Nullobjekt unbenutzt rumliegt. Dazu werde ich diesen Kloner einfach duplizieren, CV, dieses Nullobjekt entfernen und dafür das noch nicht verwendete unterordnen. Da wir das so schön am Anfang mit den Nullpunkten vorbereitet haben, brauche ich jetzt tatsächlich nur dieses Nullobjekt dem Kloner unterordnen und erhalte meine kompletten Schichten. Ja, stellen wir den Linienmodus an, da kann man das etwas besser erkennen. Jetzt beschriften wir das mal durch. Das sind die L1, B1 für Läufer und Binder. So. Und werden uns diese beiden Klone nochmal kopieren und wieder einfügen. Demzufolge ergibt sich, dass das Läufer 2 und das Binder 2 ist. Die zwei neuen Klone sind jetzt im Achsmaß zu versetzen, also im halben Achsmaß. Das richten wir uns ein. Das sind einmal, wir können das ja schon mal grob hinschieben, das mache ich ganz gerne, um einfach da schon mal zu gucken, stimmen denn die Zahlen, die ich mir da aufgeschrieben habe, oder sind die nicht plausibel? Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal so Pi mal Daumen hinschiebe, sehe ich, okay, das passt. Das sind hier die 18,75. Und hier müssen die 6,25 rein. Okay, damit hätten wir unser Grundsetting erzeugt. Jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, auf diejenigen, die nicht die Version 18 verwenden. Wir haben hier die Möglichkeit, zwischen pro Schritt, wo die Achsmaße einzutragen sind, und dem Endpunkt zu wechseln. Jetzt müssten wir nur mit einem Vielfachen von 37,5 und 12,5 arbeiten. In dem Fall, wenn wir das mal 10 duplizieren, hätten wir also für den Endpunkt 3,75. Ohne Komma. So. Und 125. So.
hier müssen jetzt reinpassen. 10 Fragezeichen, hier auch 10 Fragezeichen. Sie merken schon an meiner Formulierung, mit der 10 wird das nichts. Da entstehen hier Löcher. Mit der Zahl 11 klappt das jetzt perfekt. Der Hintergrund ist die 375 cm sind ja das Achsmaß für 10 Achsen, aber in die 10 Achsen passen natürlich 11 Objekte mit dem Achsmaß 37,5 rein. Das ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Okay, arbeiten wir mal jetzt mit dieser Wandscheibe so jetzt weiter. Und der nächste Schritt ist das Anlegen eines Shader-Effektors. Der kommt in unseren Objektmanager, und wenn Klone aktiv waren als Objekt, werden sie diesen auch zugeordnet. Wir sehen das jetzt, dass hier offensichtlich für alle dieser Shader-Effektor zugeordnet wurde. Wir brauchen ihn natürlich aber nur bei den Bindern. Das heißt, wir können tatsächlich hier bei dem Läufer wieder sagen, entfernen, rechte Maustaste, oder aktivieren und löschen Taste. Wir brauchen ihn wirklich nur für die Binder. Jetzt sollte man sich auch von diesem Ergebnis erstmal nicht erschrecken lassen. Schauen wir einfach mal, was der Shader-Effektor überhaupt mitbringt. Denn er hat in den Standardwerten hier immer die Skalierung von 0,5 eingetragen. Wir wissen ja, dass wir mit einem Shader-Effektor Position, Skalierung, Winkel, die Auswahl verschiedener Klone, sofern das vonnöten ist, und die Sichtbarkeit handeln können. Das heißt, Skalierung aus, Sichtbarkeit an, und für die Information, die er für die Anzeige, also das Sichtbarmachen von Objekten heranziehen soll, definieren wir unter dem Reiter Shading, Shader, den Noise Shader. Wir sehen, da ist schon das eine oder andere aus unserem Mauerwerksverband entfernt worden. Und das, was wir jetzt in der Konfiguration tun können, ist, wenn ich auf dieses Shader-Symbol klicke, über den Kontrast die Steuerung vorzunehmen, wie viel und wo diese Binder entfernt werden. Sie sehen das hier, die Stellschraube für den Kontrast und die Stellschraube für das Clipping. Clipping bedeutet immer, da wird was abgeschnitten. In dem Fall wird von diesem Farbraum, der ja von weiß zu schwarz geht, werden die Grautöne abgeschnitten. Das Clipping funktioniert hier also ähnlich einer Gradationskurve in einem Bildbearbeitungsprogramm. Ja. Je schwärzer das Bild ist, umso mehr Objekte werden entfernt. Je weißer dieser Shader ist, umso weniger Objekte werden entfernt. Das kriegt man hier einfach durch Probieren heraus. Okay, haben wir schon den einen Sachverhalt gelöst. Wir sehen hier noch was anderes. Wenn wir genau hingucken, hat ein Kloner und die untergeordneten Objekte keine Textur. Wir haben ja überhaupt noch kein Material angelegt. Dann bringt der Shader-Effektor bei den Standardeinstellungen, hier bei den Parametern, mit,
dass diese Shading-Informationen, die da ausgelesen werden, mit angezeigt werden. Das ist hier dieser Farbmodus, der ist an. Ja, wir können also sehen, dass hier einige dieser Binder Grauwerte haben. Es gibt aber hier eine Art Schwellwert, ab dem dann die ausgeblendet werden. Das könnte 50% sein, also wenn der Grauwert mehr als 50% angeht, beziehungsweise haben wir den ja hinten in den Shading-Feineinstellungen definiert, indem wir da an den Schiebereglern rumgedreht haben. Und ab diesem Schwellwert wird dann eben hier auch die Sichtbarkeit umgesetzt. Man darf also hier diese Farbe, was man hier sieht, das darf man, glaube ich, nicht eins zu eins interpretieren, es sei denn, man schaltet hier dieses Häkchen noch aus. Alpha-Werte für die Stärke verwenden. Also hier, wenn ich dieses Häkchen tatsächlich ausmache, dann sehen wir ta die tatsächlichen im Shader zugewiesenen Farben direkt auch auf der Geometrie. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Modus, wenn man sowas mal braucht, verschiedene Farbwerte, also verschiedene Steinfarben zu realisieren. Gut, wir regeln darüber jetzt die Sichtbarkeit. Sobald ein Material dazu kommt, ich definiere hier mal einfach einen Rotton. Okay. Sobald also hier die Objekte ein Material bekommen, verschwindet diese Information. Ja, die ist dann mit einem zugewiesenen Material erlischt, diese Info, egal ob der Farbmodus an oder aus ist. Den Versatz der Steinelemente realisieren wir mit einem weiteren Shader. Wir können uns den einfach duplizieren. Command C, Command V, nennen den Sichtbarkeit und diesen nennen wir Versatz. Für den Versatz machen wir natürlich jetzt hier dieses Häkchen für die Sichtbarkeit aus. Und stellen dafür tatsächlich die Positionsänderung ein. Des Weiteren müssen wir natürlich für das Shading einen anderen Zahlenwert einstellen, weil wir können nicht dieselben Objekte, die wir gerade ausgeblendet haben, mit dem einen Shader, mit dem anderen Shader versetzen wollen. Und wenn wir schauen, hier bei Parameter habe ich nicht die Möglichkeit, irgendein Zufallswert für die Verteilung irgendwie auszuwählen. Also die einzige Möglichkeit ist tatsächlich über das Shading zu gehen, denn da steckt der Startwert, also der Zufallswert in dieser Zahl. Das heißt, wenn ich hier eine andere Zahl eintrage, sehen wir, okay, jetzt werden hier wird dieses sichtbare Bild geändert. Warum passiert immer noch nichts? Ganz einfach, wir haben diesen Shader-Effektor ja dupliziert, aber natürlich den Bindern noch gar nicht zugewiesen. Das heißt, wenn wir hier schauen, Effektor ist ja nur die Sichtbarkeit zugewiesen. Also ziehen wir den da noch rein. Zack. Und hier auch. Zack. So. Gut. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Es hat sich immer noch nichts getan. Warum? Wir haben ja hier lediglich angeklickt, dass wir die Position verändern wollen, haben aber nicht gesagt, wie. Sie sehen, ich könnte jetzt hier was verändern. Es ist nur leider die falsche Achse. Also, das müsste gehen. Hier können wir also 12 cm eintragen für den
Versatz. Wenn wir uns das jetzt mal von oben anschauen, sehen wir, dass diese Werte für die 12 cm natürlich nicht für alle Steine gleich sind. Das kommt daher, dass der Shader nicht nur weiß und schwarz als Information enthält, sondern natürlich auch hier noch diese Grauwerte. Und erst wenn wir den Kontrast auf 100% setzen, gibt es in dem Shader-Effektor oder in dem Shader nur noch schwarze und weiße Pixel. Und demzufolge wird entweder ein Stein versetzt, dann liegt dahinter ein schwarzes, sozusagen, das sind die schwarzen Bereiche dieses Shaders, die da übersetzt werden, oder es findet überhaupt kein Versatz statt, das sind dann eben die weißen Bereiche. Schauen wir uns das mal in der Perspektive an. Ja, so, da sehen wir das. Also, nochmal zusammengefasst, ist der Kontrast auf 100%, gibt es nur noch schwarze und weiße Bildinformationen im Shader. Demzufolge wird der eingetragene Wert bei den Parametern für die Positionsänderung entweder komplett, also mit 12 cm ausgeführt oder gar nicht. Damit kann ich jetzt also exakt um einen ganz bestimmten Wert die geklonten Objekte versetzen. Okay, auch hier wäre jetzt noch zu überlegen, ob man beim Shading über das Clipping mehr oder weniger Elemente versetzt. Das ist jetzt vielleicht in Anlehnung an das Projekt und die entsprechende Bildrecherche zu übersetzen. Damit sind wir eigentlich fertig.